Das hier war ein richtig spannender Test. Der Gin Marabou Kite ist der erste serienmäßige Hybrid-Single-Skin-Kite. Was ihn ausmacht und wie der Test sowohl auf dem Twintip als auch auf dem Foil ausgefallen ist, erfährst du nach dem Intro. Bevor wir auf die Eigenschaften von dem Kite eingehen, werden wir ihn jetzt einmal kurz mit Luft befüllen, mit Hilfe eines Föhns. Wie ich mit meinem Haarschnitt zu einem Föhn gekommen bin, werde ich nicht beantworten. Falls du aber Fragen zum Kite hast, schreib die einfach mal unterhalb von diesem Video und ich werde so schnell wie möglich versuchen, darauf zu antworten. Wir schauen uns den Kite jetzt an. Single Skin Kites kennt man eigentlich eher nur aus dem Snowkiten. Die Kites haben ein sehr kleines Packmaß und ein sehr niedriges Grundgewicht, was das Reisen damit deutlich vereinfacht. Was aber ganz besonders bei den Kites ist, ist die Leistung pro Quadratmeter. Es gibt Leute, die sagen, dass die Kites die doppelte Leistung pro Quadratmeter haben. Das ist auch der Grund dafür, warum ihr mich auf einem Video aus Java sehen konntet, wo ich mit einem Twin-Tip, mit einem 6 Quadratmeter Marabou-Kite unterwegs gewesen bin, während andere mit einem 12er gefahren sind. Packen wir das Ganze mal aus und befüllen das mal mit Luft. Hier ist noch die Flysurfer Forcebar, die vor kurzem auf den Markt gekommen ist, angeknüpft. Tatsächlich fliege ich den Kite lieber mit dieser Bar, weil ich die deutlich wertiger finde als das, was Gin auf den Markt gebracht hat. Aber das ist auch eine Geschmacksfrage und vor allem auch eine Kostenfrage, da die Flysurfer Bar knapp 100 Euro mehr kostet als die von Gin. Wir haben jetzt hier den Single Skin Bereich und hier haben wir den Bereich, wo aus dem Single Skin Kite der Hybrid Kite entsteht. Und zwar ist das hier die Anströmkante, das dort drüben ist die Abströmkante. Hier vorne in der Mitte gibt es nur ein Ventil, worüber ihr die Luft in den Kite einströmen könnt und sich die komplette Anströmkante einmal befüllt. In der Mitte, direkt darunter, habt ihr das Ventil, worüber ihr die Luft rauslassen könnt. Natürlich müsst ihr das verschließen, bevor ihr den Kite mit Luft befüllt. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Und dann werde ich den Föhn mal anschmeißen und dann werdet ihr sehen, wie der Kite seine Form bekommt. Jetzt kann man ganz gut erkennen, dass die Anströmkante komplett sich mit Luft gefüllt hat, während der Bereich immer noch wie ein Single-Skin-Kite geblieben ist. Der große Vorteil von dem Ganzen ist, dass wenn ihr den Kite auf der Wasseroberfläche droppt, dass ihr ihn deutlich leichter gestartet bekommt als andere Single-Skin-Kites. Das bedeutet aber nicht, dass andere Single-Skin-Kites gar nicht aus dem Wasser gestartet werden können. Unter bestimmten Bedingungen kriegt ihr sogar einen Single-Skin-Kite, der nicht diese vorgefüllte
anströmen kann, hat gegebenenfalls sogar noch leichter gestartet aus dem Wasser als diesen hier. Dennoch glaube ich, dass das hier eine sichere Variante ist als die Single Skin Kites ohne diese Anströmkante, die sich mit Luft füllen kann. Bei dem Test ist uns eine Sache aufgefallen, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie es bei der nächsten Generation von Marabu Kite anders lösen werden. Und zwar schauen wir uns mal die Tipps an. Stellen wir uns jetzt mal vor, ihr habt den Kite gedroppt, dann läuft über diesen Bereich hier das Wasser in die Tipps hinein. Das Problem ist, wenn ihr euch das Schnittdesign von dem Kite anschaut, dann ist das hier der tiefste Punkt. Und natürlich wird sich das Wasser hier irgendwie sammeln und das ist auch das, was uns passiert ist. Aber das Loch, worüber das Wasser ausdringen soll, ist hier oben. Das bedeutet, dass der Kite sich hier füllt, hier eine dicke Blase bekommt und es echt schwer wird, den Kite aus dem Wasser zu starten, wenn er sich erstmal richtig viel mit Wasser gefüllt hat. Ihr habt hier nochmal zusätzliche Möglichkeiten, das Wasser abzulassen über so einen kleinen Klett. Aber das hat tatsächlich nicht so gut funktioniert. Ich denke, dass das hier tatsächlich nochmal überarbeitet werden muss, weil das nicht so zuverlässig funktioniert hat mit dem Ablaufen des Wassers und auch das Loch hier vorne recht klein geraten ist. Da liegt ihr jetzt vor euch, der Kite, bereit zum Auspacken. Ihr holt ihn aus der Tasche raus und wollt die Bar anknüpfen. Erste Frage, die ich euch beantworten kann, ist, welche Bar ihr dazu nehmen könnt. Grundsätzlich die Gin Marabu Kite, die nennt sich Gin Tonic Bar tatsächlich, hat ein tiefes Y und somit könnt ihr die Bar mit Kites mit tiefem Y mit gleich lang 4 Leinen anknüpfen und fliegen. Wenn ihr den Kite starten wollt, ihr könnt ihn, wie ihr das vielleicht bei einem Soul Kite bereits gesehen habt, den Kite im Windfenster ran starten. Ihr legt den Kite entlang des Windes aus, geht zur Seite und bei 45 Grad zieht ihr an der Steuerleine und der Kite steigt langsam auf, geht so ein bisschen Richtung Powerzone und geht dann nach oben in den Zenit. Tatsächlich entfaltet der Kite beim Starten nicht so große Kräfte, sodass ich tatsächlich an den meisten Tagen den Kite, weil es auch einfach Leichtwindtage waren, mit einem Russenstart hochgezogen habe. Bevor ihr das macht, solltet ihr den Kite ein wenig vorfüllen. Das dauert bei dem Gin-Kite etwas länger, dadurch, dass das Einlassventil in der Mitte ist, recht klein ist und es dauert einfach ein bisschen, aber es ist nicht schlimm. Den Kite im Zenit geparkt, werdet ihr anfangen, den Kite ein wenig hin und her zu fliegen durchs Windfenster. Und ihr werdet euch schon tatsächlich beim 6 Quadratmeter Kite überraschen, wie viel Power der Kite tatsächlich hat. Die Erfahrung hat jeder gemacht, der mit mir gemeinsam den Kite am Strand getestet hat. Also die haben alle große Augen gemacht. Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen dem Testen oder dem Fahren auf dem Twintip und auf dem Foil. Wenn ihr den Kite mit dem Twintip benutzen wollt, dann gibt es einige Sachen, die ihr berücksichtigen müsst. Das erste, der Kite ist in seiner Entwicklung aufs Foilen ausgelegt und das bedeutet, ihr könnt den Kite auf dem Twintip benutzen, allerdings mit einigen Einschränkungen, die absolut erwähnenswert sind. Ihr solltet kein zu kleines Kiteboard nehmen. Ihr könnt beispielsweise den 6er bei 12 Knoten mit einem 136er Board, einem Freestyle-Board fahren, müsst dann aber schon ein bisschen hasseln, um Höhe zu laufen. Wenn der Kite richtig Druck hat, ist das kein Problem, aber im Leichtwindbereich hat er nicht immer so viel Druck, was dann schon wieder so ein bisschen problematisch ist. Meine Erfahrung war es, wenn ihr mit dem Twintip fahren wollt, dann sucht euch ein Board aus, welches sehr gut in seinen Grundeigenschaften ist, wenn es ums Höhelaufen geht. Dazu gehören diverse Freeride-Kiteboards oder richtig gute Leichtwind-Kiteboards. Damit werdet ihr keine Probleme haben, Höhe zu laufen. Mit einem Wake-Style-Kiteboard werdet ihr Schwierigkeiten haben. Die größten Schwierigkeiten beim Höhelaufen hatte ich mit dem Cold Shapes Horizon, das ist das Wake-Style-Kiteboard von den Cold Shapes, und einem 12er Kite. Der 12er hat einen sehr hohen Lehversatz, was aber auch keine Überraschung ist, sondern auch komplett so zu erwarten gewesen ist, weil es umgerechnet im Prinzip irgendwie ein 18er oder 20er Softkite entsprechen könnte. Das Höhelaufen erweist sich also als eine kleine Challenge. Allerdings muss man sagen, wenn man den 12er hat, kann man aufs Wasser gehen, wenn andere noch lange am Strand stehen und hin und her fahren. Und leider, schweren Herzens muss ich sagen, dass es auch nur beim Hin und Herfahren bleibt. Man kann sich freuen, dass man bei Sonnenschein auf dem Wasser ist, aber man kann mit dem Kite nicht richtig springen. Das ist ebenfalls keine Überraschung bei dem Single Skin Kite, aber das müsst ihr wissen, wenn ihr den Kite euch kaufen wollt und mit einem Twintip fahren wollt, Höhe laufen, gutes Board dafür benutzen und nicht zu viel erwarten. Springen ist damit auch nicht möglich, aber ihr könnt kiten. Auf dem Foil dagegen ist es ein richtiger Segen, damit unterwegs zu sein,
Was ich vielleicht anfangs noch vergessen habe zu erwähnen, der Kite ist im Verhältnis zu seiner Größe recht langsam. Also von der Drehgeschwindigkeit würde ich behaupten, dass ein 6er Marabu Kite so langsam dreht wie ein 12er Delta Kite. Ja, vielleicht nicht ganz so langsam, wie ein 10er Delta Kite würde ich sagen. Das erfordert eine gewisse Eingewöhnungszeit. Wenn ihr euch aber an den Kite gewöhnt habt, dann werdet ihr auch merken, dass ihr die Bar ziemlich intensiv einschlagen könnt und der Kite dann entsprechend auch schneller anfängt zu drehen. Aber das dauert ein bisschen. Auf dem Foil gibt es natürlich nicht das Problem des Höhelaufens und wir können definitiv auf allen Kursen damit hochkreuzen. Das ist überhaupt kein Problem. Und auf dem Foil zeigt der Kite tatsächlich, was er kann. Da hat er die absolute Leichtwind-Performance, geht richtig gut upwind und wenn ihr den Kite droppt, dann kommt die Anströmkante, die sich mit Luft gefüllt hat, zum Einsatz. Und zwar könnt ihr den Kite richtig gut bei wenig Wind sicher aus dem Wasser starten und seid damit nicht am Absaufen. Es wird euch an den ein oder anderen Tagen tatsächlich davor bewahren, eine lange Schwimmeinheit einlegen zu müssen. Das ist tatsächlich das Innovative an dem Kite, wie gut ihr den Kite aus dem Wasser gestartet bekommt. Aber auch je nachdem, was für Fehler ihr macht, kriegt ihr den Kite irgendwann auch nicht mehr gestartet. Also wir haben den Kite wirklich intensiv rangenommen, sehr intensiv getestet. Und bei allen unseren Tests ist es einmal vorgekommen, dass wir ihn nicht gestartet bekommen haben. Und zwar ist er dann, wir sind ziemlich stark auf den Kite zugefahren. Der Kite ist kollabiert, hat sich in seinen Line verdreht, ist, ich weiß jetzt nicht mehr, auf Gebäckstoll ist, auf jeden Fall war er total vertüdelt. Und dann hat er sich auf links gedreht. Das bedeutet, dass er, schaut euch die Aufnahmen vom Wasser an. Sehen könnt ihr definitiv, dass wir da den Kite aus dem Wasser rausholen mussten, ihn nochmal an Land gestartet haben. Aber dennoch war es ziemlich beeindruckend, den Kite so oft auf die Wasseroberfläche zu schlagen und ihn immer wieder gestartet zu bekommen. Selbst etwas höheres Kabelwasser stellt für den Kite keine Gefahr dar. Eine Einschränkung müsst ihr aber auch wissen. Der Kite ist für den Leichtwindbereich gebaut und definitiv nicht für den Race-Bereich. Das bedeutet, wenn ihr wirklich einen schnellen Flügel benutzt, ist der Kite nicht schnell genug dafür. Da solltet ihr tatsächlich auf ein anderes Produkt ausweichen. Wenn ihr überlegen seid, welche Größe für euch geeignet ist, kann ich euch sagen, dass ihr den 12er fürs Foil echt außen vor lassen solltet. Der hat einen ziemlich hohen Lehversatz und der hat einfach viel zu viel Leistung tatsächlich. Und im absoluten Leichtwindbereich ist der Kite auch so langsam, dass es auch, obwohl der Kite fliegt und ihr an Land einen guten Zug auf den Line habt, reicht es dann manchmal doch nicht aus, um aufs Foil raufzukommen. Und da glaube ich, wenn ihr den 9er nimmt und ihr den beim Starten einmal durchloopt, hat er einen guten Impuls, um euch auf das Foil draufzubringen und dann kommt ihr in die Gleitphase und dann ja, könnt ihr die Bar auch ein bisschen nach vorne schieben. Was euch beim nach vorne schieben der Bar auffallen wird, ist, dass das Tuch sofort anfängt zu flattern. Das bedeutet, der Kite funktioniert nicht gut, wenn ihr euch überlegt, den 12er Kite auf dem Foil zu fliegen und dann die Bar ziemlich weit nach vorne schiebt, dann flattert das Tuch und der Kite ist komplett drucklos und hat überhaupt keine Kraft. Das ist eher ein Kite, den ihr tatsächlich so ziemlich nah, so gut wie nur mit voll angezogener Bar richtig gut fliegen könnt. Ihr könnt ihn zwar ein bisschen auch nach vorne schieben, aber dann irgendwann kommt auch so ein Punkt, wo der Kite sofort seinen Druck verliert. Deshalb ist meiner Meinung nach die Größe 9 Quadratmeter die größte Größe, die ihr euch fürs Foil holen könnt. Am meisten Spaß hat es mir aber mit einem 6 Quadratmeter Kite gemacht, weil der nochmal deutlich schneller ist und besser auf die Lenkimpulse reagiert. Zusammenfassend kann ich sagen, ey, was war das für ein Erlebnis, mit diesem Kite zu fahren, wenn man als Faustformel für ein Single-Skin-Kite, und jetzt überlegt euch das mal, was das bedeutet. Als Faustformel für einen Single-Skin-Kite nimmt die Hälfte an Quadratmeter, wie sie die anderen mit dem Tube-Kite benutzen. Überlegt euch das mal. Ihr könnt das in den Vlogs von mir sehen aus Java. Da waren andere mit einem 12er und einem 13er Kite draußen, während ich mit einem 6er hin und her gefahren bin. Ich konnte nicht springen und das Höhelauf war eine Challenge, aber ich war mit 6 Quadratmetern kiten und habe echt gut Druck da drin gehabt. Es hat echt gut funktioniert. Und wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen auf absolute Leichtwindtage mit einer Door, was meint ihr, was eine Leistung dann der Kite abruft, wenn ihr mit einem 12 Quadratmeter Marabu Kite und einer Fly Door auf dem Wasser seid? Überlegt euch das mal. Das ist so heftig. Und auf dem Foil ebenfalls. Ganz ehrlich, ich bin von dem Kite geflasht, weil das ist wirklich eine Innovation. Oder ist es gar nicht mal so eine Innovation? Vielleicht ja gar nicht, weil
Es gab so einen Kite schon mal, der ist aber nicht zur Serienreife entstanden. Tatsächlich kann man alte Forumbeiträge von FlySurfer finden. FlySurfer hat tatsächlich mal vor Jahren einen ähnlichen Kite auf den Markt gebracht, nee, nicht auf den Markt gebracht, sondern entwickelt, und davon gibt es Fotos von den Prototypen. Allerdings ist dieser Kite nicht serienreif geworden. Zu der Zeit, wo FlySurfer sich damit beschäftigt hat, gab es aber in Deutschland noch gar nicht diesen Feuertrend, wie wir ihn heute haben, und somit, da der Kite auf dem Twin Tip nicht so geil performt, auch noch nicht diese Daseinsberechtigung für einen Single-Skin-Kite mit dieser Anströmkante. Da muss ich sagen, ich bin gespannt tatsächlich, ob es im nächsten Jahr den Peak 4 in einer Water Edition geben wird, mit einer geschlossenen Anströmkante. Wenn du noch mehr zu diesem Kite wissen möchtest, auf meiner Internetseite gibt es eine Kategorie, die sich Testberichte nennt. Dort habe ich bereits den Testbericht sehr ausführlich zu diesem Kite veröffentlicht. Der Vorteil dort ist, falls du den Kite schon mal getestet hast, hast du die Möglichkeit, dort einen Kommentar zu hinterlassen, sodass auch andere von deiner Erfahrung mit dem Kite profitieren können. Und auch ich habe den ganz großen Vorteil auf der Internetseite, dass wenn ich in Zukunft mir irgendwas mit dem Kite auffällt, dann kann ich davon ein Foto machen, ein paar Sätze dazu schreiben und den Text auf meiner Internetseite für dich aktualisieren. Schau mal vorbei, wenn du Bock hast, und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video.